Ja, nach dem abrupten Ende der letzten Folge begrüße ich euch hier zu einer weiteren Folge des Podfreeware. Mir ist das Spiel abgeschmiert, man glaubt's nicht. Ich weiß nicht warum, ob es daran lag, dass wir hier probiert haben, einen Tunnel zu bauen. Ich probiere es aber gleich mal weiter, denn ich würde es im Grunde nicht schlecht finden. Okay, jetzt haben wir noch eine Kollision hier hinten, wenn ich jetzt hier auch aufschütte. Da wäre natürlich jetzt eine Flying Junction im Grunde das Perfekte, aber man kann sich auch helfen. Okay, wir bekommen eine Kollision mit der Terrain-Angleichung. Okay, sind wir hier vielleicht etwas zu hoch? Ich weiß es nicht. Oder kollidieren wir hier mit der Straße? Das wäre natürlich etwas dumm. Und auch etwas schade. Nein, so würde es gehen. Das wäre im Grunde eigentlich spitze, könnte man schon fast sagen. Wenn ich das jetzt noch vielleicht etwas krummer hinbekomme. Okay, der macht mir da kein... Der macht mir hier keinen Tunnel. Und warum? Okay, so würde es gehen. So würde ich es auch bauen. Nee, kann ich nicht. Weil da muss links noch ein Gleis hin. Also muss ich so bauen. Ich drück mal OK und bekommen wir das zweite Gleis hier hin. Jawohl, sehr schön. Das heißt, ich könnte mal hier weiterbauen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Ich gehe mal 1 hoch. Moment, Moment, Moment. Das ist von der Höhe her okay. Ist die Frage, kommen wir da rein oder würden wir sogar gar nicht mal schlecht reinkommen? Wenn ich das so baue, dann machen wir hier noch. Die Weiche rein. Geben wir so schnell Gas oder ist die Frage, eigentlich würde auch 100 reichen. Und dann gehen wir, sagen wir mal, gehen wir mit dem Gleis hier mit und dann gehen wir hier raus. Das geht alles wunderbar. Ja, da muss ich sagen, das gefällt mir sehr hier. Wollen wir das noch ein bisschen angleichen? Das hier oben kriegt man leider nicht mehr so angeglichen. Ah, geht. Geht, muss man sagen. Das hier können wir jetzt komplett angleichen, weil noch kein Tunnelportal da ist. Ich könnte auch das nochmal abreißen und dann das nochmal neu ziehen. What the fuck?
Warum macht ihr mir da jetzt 108? Sind wir jetzt noch zusätzlich abgerissen? Ich habe Angst. Warum kriege ich denn jetzt hier 105? Ja, ist okay, weil die Weiche ist ja eh für... Hä? Moment, was? 120. Geht nicht, weil... Okay, dann mal halt so. Achso, ja, das muss natürlich wieder hin. So, wie kommen wir denn am... Och, jemine. Dass wir vielleicht irgendwo hier wieder rauskommen. Oder sogar noch weiter unten. Was wir sagen, bis hier, das wieder weg. Dann hier in die Linkskurve übergehen. Die Frage, was wir da für Züge drauf schicken. Jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen. Wieder mit einem Tunnel. Nach dem Tunnel würde den Tunnel folgen. Na gut. Okay, wir sind hier auf dem Gleis, das heißt, ich muss hier rein. Okay, das ist natürlich nicht möglich. Wenn wir hier kurz eben machen. Weil dann könnten wir hier natürlich auch unsere gewohnte X-Weiche reinbauen. Ja, die könnten wir auch mit 100 machen. Und würden dann hier in den Tunnel gehen. Okay, warum gehen wir? Warum gehen wir erst da hinten in den Tunnel? Weiß ich nicht. Machen wir aber. So, dann die Straße hier oben natürlich bitte anbinden. Und das Gelände noch angleichen. Auch hier einmal die komplette Strecke. Ich gehe eigentlich im Grunde, wenn ich eine Strecke fertig gebaut habe, einmal die komplette Strecke ab und fahre mit dem Tool, kann man schon fast sagen, einmal über die komplette Strecke drüber. So, damit halt gerade solche eckigen Sachen dann verschwinden. Und wenn man dann hier dann reinfährt in das Tunnelportal, dass es dann einfach, ja, runder, realistischer aussieht. So, hier müssen wir aufschütten. Wunderbar. So, dann noch ein paar Signälchen.
So, das Einfahrsignal noch. Hier kann man Ausfahrsignal machen. So, dann hätten wir schon mal diese Linie. Wir müssen auch diesen Zug noch umdrehen. Und dem müssen wir jetzt sagen, nicht über dieses Signal, sondern über dieses. Und wir starten von hier und gehen nach hier drüben. Das ist dann Kunststoff Kühdorf. Oder heißt die andere auch Kühdorf? Kunststoff. Nee, Donbo. Okay, alles klar. Dann können wir das so machen. So, wie kriegen wir hier Fahrzeuge drauf? Ich könnte einfach mal hier in der Pampa ein Depot platzieren. Weil dann würde ich da gerne schon mal die Züge losschicken. Was haben wir denn da? Wir haben die Strecke, die ist eigentlich schon weit. Müssen wir mal schauen. Vielleicht nehmen wir auch gleich mal Waggons, die etwas schneller sind. 160, die machen Kunststoff. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eine Lok. Nehmen wir die. Duplizieren. Und tun die auf Kunststoff Kühdorf. So, dann brauchen wir noch Bretter. Bretter wäre da hinten. Da könnten wir im Grunde hier hinten rausgehen. Da müssen wir aber auf jeden Fall Highspeed bauen. Und von mir aus könnten wir wir könnten ja mal sagen, wir fangen hier an. Reicht das für eine Weiche? Ja, machen wir mal bis hier. Können wir hier unsere Weiche reinbauen mit, ja, 100 ist okay. Könnten wir den Tunnel doch schon früher anfangen. So, der wird jetzt nämlich ein wenig länger. Aber wir müssen halt hier unter dem Bergmassiv durch. Da können wir nichts daran ändern. Wo sind die? Sind die Bretter? Die Bretter sind hier. Mal schauen, wie wir hier am sinnvollsten unseren Bahnhof bauen können.